Ja, ich sage schon mal Hallo allen, die an der Veranstaltung heute teilnehmen, Online-Veranstaltung. Ich denke aber, dass wir vielleicht noch 5 Minuten warten, bis wir anfangen. Kann man mich verstehen? Gut. Okay, also noch 5 Minuten und dann für diejenigen, die vielleicht ein bisschen zu spät sind.
So, bei mir sind jetzt die 5 Minuten abgelaufen. Das heißt, wir fangen jetzt so langsam an mit unserem Vortrag zu der Märzaktion, zu dem März 42, Märzaktion in Lemberg, die ersten Massendeportationen in das Mordlager Belzec, der Beginn der Aktion Reinhard. Vielleicht am Anfang kurz möchte ich euch vorstellen. Also, wir sind drei Personen, die das machen. Das ist einmal die Elke Möller und dann ist das der Elmar Schulte und ich bin das, Steffen Henschen, die wir das machen. Und wir organisieren auch immer eine Bildungsreise nach Lemberg, nach Lviv in der Ukraine. Und naja, das ist jetzt für uns der Anlass, weil eben aufgrund, dass es eben 79 Jahre her ist, dass die Aktion Reinhard begann. Die Aktion Reinhard, die Mordaktion, in der etwa 1,8 Millionen Jüdinnen und Juden in drei Todeslagern, Belzec, Treblinka und Sobibor, ermordet wurden. Wir machen das so, dass wir etwa eine Stunde lang sprechen und dann gibt es auch die Möglichkeit, danach noch Fragen zu stellen, wenn es Fragen gibt. Und diese Fragen bitten wir euch in den Chat zu stellen. Da kann man reinschreiben und die gucken wir uns dann an und beantworten die, falls wir die beantworten können. Also ich würde jetzt mal anfangen und dafür mache ich wieder hier den, muss ich wieder den die Präsentation öffnen. Das ist die Präsentation. Und also der erste Zug mit deportierten Jüdinnen und Juden soll am 15. März aus der Stadt Lemberg in Belzec eingetroffen sein. Sie wurden unmittelbar nach Ankunft mit Motorabgasen erstickt. Das war ein wichtiger Schritt und die Verfolgung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung im besetzten Polen wurde damit auf eine neue Stufe gestellt. Bis zum 1. April 1942 ermordeten die Deutschen 15.000 Jüdinnen und Juden aus der Stadt Lemberg in Belzec. Am 17. März, also 3 Tage später, als die Transporte von Lemberg kamen, auch die ersten Züge mit Deportierten aus einer zweiten Stadt des Generalgouvernements, dem besetzten Polen, in Belzec an, aus der Stadt Lublin. Mit den Deportationen aus den beiden Städten wurde die Aktion Reinhard in Gang gesetzt. Und wir wollen unseren Vortrag heute nutzen, um über die ersten Deportationen in ein Todeslager, die jemals stattgefunden haben, zu sprechen und eben und damit auch an die ersten Opfer der Aktion Reinhard erinnern. Und oft wird im Zusammenhang mit dem Beginn der Aktion Reinhard von den Deportationen aus Lublin gesprochen. Tatsächlich war es aber so, dass die ersten aus der Stadt Lemberg kamen. Während das Ghetto in Lublin am Abend des 16. März um 22 Uhr abgeriegelt wurde, begann die Selektion in Lemberg bereits 2 Tage zuvor, am 14. März, also genau heute vor 79 Jahren. Heute wollen wir uns eben mit der spezifischen Situation in Lemberg und der Situation der jüdischen Bevölkerung in der Stadt beschäftigen. Wir sehen hier eine Karte des Generalgouvernements, also des besetzten Polens, deutsch besetzten Polens. Und der rechts unten ist der sogenannte Distrikt Galizien. Und am 22. Juni 1941 griff die Wehrmacht, das Deutsche Reich, die Sowjetunion an, die sogenannte Operation Barbarossa. Und nach den Anfangserfolgen der Wehrmacht wurde eben die Westukraine am 1. August 1941 zum 5. Distrikt des Generalgouvernements. Der Distrikt wurde Galizien genannt und im Distrikt gab es etwa 4,8 Millionen EinwohnerInnen. Die größte Gruppe davon waren Ukrainerinnen, dann folgten Polinnen und eben auch Jüdinnen und Juden. Und nirgendwo in Europa lebten so viele Jüdinnen und Juden auf engem Raum wie in diesem Teil des besetzten Europas in Ostgalizien. Die historische Forschung geht von etwa 570.000 Jüdinnen und Juden aus, also mehr als eine halbe Million. Die Hauptstadt des Distrikts, das war Lemberg. Und diese Großstadt hat verschiedene Bezeichnungen: Lviv auf Ukrainisch, Lwow auf Russisch, Lwów auf Polnisch oder eben Lemberg und das ist Jiddisch oder Deutsch. In diesen verschiedenen Namen spiegelt sich die historische Vielfalt der Bevölkerung der Stadt wider. Im Herbst 1939 hatte Lemberg 700.000 Einwohnerinnen, etwa ein Viertel davon waren Jüdinnen und Juden. Der deutsche SS- und Polizeiführer des Distrikts Galizien, der hieß Friedrich Katzmann, gab an, dass sich in der Stadt
etwa 160.000 Jüdinnen aufhielten. Diese Zahl gilt aber bei Historikerinnen als überholt. Tatsächlich waren es wahrscheinlich etwa 130.000 bis 150.000 Menschen. Auf jeden Fall handelt es sich um die drittgrößte jüdische Gemeinde Polens und damit auch um die drittgrößte Ansammlung jüdischer Menschen im deutschen Machtbereich. Lemberg war ein Zentrum jüdischen Lebens und das hat Spuren bis heute in der Stadt hinterlassen. Das möchte ich ganz kurz mit zwei Fotos andeuten. Das erste Foto zeigt uns eine Straßenaufnahme, die wir auf einer unserer Bildungsreisen gemacht haben. Und dort kann man halt sehen, dass noch die alte polnische Rechtsbeschriftung und links die jiddische mit hebräischen Buchstaben zu sehen ist. Das findet man halt manchmal in der Stadt. Das sind Überbleibsel dieser verschiedenen Kulturen, die der Stadt ihren Stempel aufgedrückt haben. Auch gibt es, das ist das Zweite, was ich zeigen möchte, die Gebäude, die damit verbunden sind, wie hier das jüdische Krankenhaus in Lviv und dieses jüdische Krankenhaus, was bis heute steht. Man sieht auch oben die Sterne. Das ist halt eben auch ein Zeichen für die reichhaltige jüdische Vergangenheit der Stadt. Von dem Moment an, als die Deutschen im Juni 1941 die Stadtgrenze überschritten, wurde die jüdische Bevölkerung absolut rechtlos. Da Oskar Lietzchen dem Generalgouvernement zugeordnet wurde, galten hier oder wurden hier auch sehr schnell die antisemitischen Gesetze, die eben in dem anderen besetzten Teil von Polen davor langsam Schritt für Schritt eingeführt wurden, direkt mit einem Mal eingeführt. Ja, Jüdinnen wurden stigmatisiert, sie mussten Armbinden mit dem Stern tragen, wurden aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Es gab spezielle Straßenbahnabteile, sie durften nur auf der Straße laufen, nicht auf dem Fußweg und so weiter. Gleichzeitig begannen auch direkt mit dem Einmarsch die ersten Mordaktionen der Deutschen. Am Stadtrand entstanden zwei Exekutionsstätten, wohin jüdische Menschen gebracht und erschossen wurden. Gleichzeitig konnte die jüdische Bevölkerung aber nur auf wenig Hilfe der nichtjüdischen Bevölkerung hoffen. Denn direkt mit dem Abzug der Roten Armee aus der Stadt kam es zu Übergriffen und Pogromen, bei denen Tausende umkamen. Hier sehen wir auf dem nächsten Foto, wie Jüdinnen und Juden durch die Straßen gejagt werden von der Lemberger Bevölkerung. Bei diesen Pogromen sind mehrere tausend Menschen umgekommen auch. Als weiteres Beispiel vielleicht für das Vorgehen der Deutschen möchte ich noch auf die Synagogen der Stadt hinweisen. Also es war natürlich, weil es eine so große jüdische Bevölkerung gab, gab es sehr viele Synagogen und diese wurden im Herbst 1941 fast alle zerstört. Hier sehen wir als Beispiel den sogenannten Tempel, eine progressive Synagoge, die eben auch im Herbst 1941 von den Deutschen dem Erdboden gleichgemacht wurden. Wir sehen hier auch die Ruinen, die noch 1944 da standen. Und wie an vielen Stellen in der Stadt sind diese Orte, wo früher mal die Synagogen waren, mittlerweile kleine Parks. Und es sind halt Leerstellen, die geblieben sind, eben weil die Synagogen dort nicht mehr da sind. Der zentrale organisatorische Schritt der Deutschen, um die jüdische Bevölkerung zu unterdrücken und auszugrenzen, war die Einrichtung eines Judenrats. Der Judenrat, das wurde natürlich nicht nur in Lemberg gemacht, sondern in allen besetzten Städten, entwickelte sich schnell zu einer großen bürokratischen Institution in Lemberg. Er erfasste Menschen, er stellte Listen und stellte den deutschen Arbeiterinnen zur Verfügung. Er führte eben die Befehle aus der Deutschen. Er sollte sämtliche Anweisungen an die Jüdinnen weitergeben. Auf dem nächsten Foto sehen wir das Gebäude heute. Das ist eins der Gebäude des Judenrats. Hier war auch der Sitz des Judenratvorsitzenden. Das Leben der jüdischen Bevölkerung unter deutscher Besatzung währte nicht lange. Nach zwei Jahren Besatzung im Juni 1943 wurde der letzte Rest des Ghettos für die jüdische Bevölkerung in der Stadt Lemberg aufgelöst. Jüdisches Leben gab es ab 1943 dort nur noch im Versteck unter falschen Papieren oder in wenigen Arbeitslagern. Im Jahr 1944, nach der Befreiung der Region durch die Rote Armee, zählte ein zeitweiliges jüdisches Komitee in Lemberg lediglich 823 Überlebende. Diese stammten jedoch gar nicht mal nur aus der Stadt Lemberg selbst, sondern aus der gesamten Region.
Der März 42 in dieser ganzen Geschichte der Ermordung der Bevölkerung spielt eine besondere Rolle. War eine neue Eskalationsstufe, die die deutschen Besatzer dort durchgesetzt haben damit. Ja, es war der Schritt zur Einleitung der systematischen Ermordung der jüdischen Bevölkerung. Ein jüdischer Überlebender aus Lemberg, der Arzt Samuel Drix, hat in einem Bericht beschrieben, welche Bedeutung das Wort Aktion und der März 42 für ihn hatte. Und das möchte ich zitieren. Eine Aktion ist etwas anderes als eine willkürliche Razzia oder die spontane Gewalt bei einem Pogrom. Sie ist eine systematische Durchsuchung von Haus zu Haus, von der SS in Begleitung von ukrainischer Polizei, manchmal auch der jüdischen Polizei. Diejenigen ohne einen ordentlichen Ausweis, aber teilweise auch viele mit Ausweisen, wurden weggeholt und umgesiedelt, und wir verstanden erst später, was dies bedeutete. Die Aktion im März 1942 war die erste ihrer Art. Es war das erste Mal, dass ich mitbekam, dass dieses Wort in einer solchen Bedeutung genutzt wurde. Die Aktionen galten nur Juden, keinen anderen Gruppen. Niemand wusste, wohin die Menschen kamen. Angst und Depression herrschte im Ghetto. Mit der Zeit jedoch kamen immer mehr Gerüchte auf, dass alle Deportierten ermordet worden waren. Man erzählte uns von den Gaskammern in Belzec. Niemand wollte das aber glauben. Wie es jetzt zu dieser Märzaktion kam und dieser Deportation, das möchten wir genauer ein bisschen erzählen. Und ich werde jetzt ein bisschen die Vorgeschichte erzählen und danach Elke dann weiter, was dann passiert ist während des März. Also ein wichtiges Ereignis, das der Märzaktion vorausging, war der gescheiterte Versuch der Deutschen, die jüdische Bevölkerung zu isolieren in einem Teil der Stadt. Die Deutschen hatten vorgehabt, im Spätherbst 1941 die jüdische Bevölkerung in ein Ghetto zwangsumzusiedeln. Eine Eisenbahntrasse teilte das Stadtgebiet, ich zeige jetzt mal ein Foto davon, in zwei Teile. Und in einen südlichen und nördlichen Teil. Die jüdische Bevölkerung sollte aus der Innenstadt heraus in den nördlichen Teil jenseits der Bahnlinie umziehen. Der Gouverneur, der deutsche Gouverneur des Distrikts Galizien, sagte dazu: Infolge des außerordentlich starken Wohnraumbedarfs der Stadt Lemberg kann mit der Errichtung eines jüdischen Wohnviertels nicht mehr gewartet werden. Lemberg ist die letzte mit echter Kultur behaftete Stadt bis weit in den Osten hinein. Es kann nicht angehen, dass in dieser Stadt die Juden anders behandelt werden sollten als in Krakau und Warschau. Das Stadtviertel für die annähernd 100.000 Juden ist bereits ausgesucht. Ein zentraler Bestandteil dieses Plans war, die Menschen in produktive und unproduktive Menschen zu unterteilen. Es sollten hier verschiedene Umsiedlungszonen entstehen. Man sieht die hier mit diesen römischen Ziffern auf diesem Plan, der da erstellt wurde. Und die Umsiedlungszonen 2, 3 und auch 4, die sollten für Handwerker und Handwerkerinnen dienen. Das war unterhalb der Bahnlinie, die quasi mitten durch dieses Gebiet ging. Oberhalb sollten eben andere hinkommen, diejenigen, die eben als nicht arbeitsfähig galten und die keine Arbeit hatten. Wie alle Maßnahmen der deutschen Besatzer war auch diese mit direkten Mordaktionen verbunden. An den Eisenbahnbrücken richteten die Deutschen Kontrollstellen ein, bei denen ältere und schwächer aussehende Menschen herausgeholt, weggeführt und erschossen wurden. Über 5.000 Ältere und Kranke sollen es gewesen sein, die unter solchen Brücken, wie wir hier sehen, herausgeholt wurden. Der Versuch der Errichtung eines Ghettos im Herbst 1941 zeigte jedoch auch die symptomatischen Schwierigkeiten auf, mit denen die deutsche Vernichtungspolitik konfrontiert war. Es waren zu viele Menschen betroffen. Es gab verwaltungstechnische Probleme. Die Menschen kamen an, aber die Wohnungen waren noch nicht leer. Sie kampierten auf der Straße. Krankheiten drohten und brachen aus. Im Dezember 1941 wurde die Zwangsumsiedlung der jüdischen Bevölkerung abgebrochen, unterbrochen, muss man sagen. Die deutsche Verwaltung suchte danach nach neuen Möglichkeiten, nicht arbeitende Jüdinnen aus der Stadt zu entfernen. Sie jedoch auf die Kreise in der Region zu verteilen, stieß auf Widerstand der jeweiligen zivilen Kreisverwaltungen. In dieser Situation und in diesem Zusammenhang ist die Errichtung des Mordlagers Belzec zu sehen, weil etwa gleichzeitig im Spätherbst 1941 kamen die ersten Deutschen
der späteren Lagermannschaft in den kleinen Ort Belzec und be begann eben die ersten Gaskammern dort zu errichten. Für gleichzeitig im Januar 1942 begann eben auch die Vorbereitung für die Märzaktion in Lemberg. Die Deutschen entschieden sich dafür, dieses Mal den Judenrat und die jüdische Polizei in der Stadt für ihre Deportationspläne zu nutzen und diese zu beauftragen, ihr Vorhaben umzusetzen. Die jüdische Selbstverwaltung sollte selbst die Menschen selektieren, die aus der Stadt abgeflogen werden sollten. Offiziell wurde der jüdischen Bevölkerung mitgeteilt, die zu deportierenden Menschen sollten zur Arbeit aufs Land geschickt werden. Die deutschen Täter verschleierten also ihr tatsächliches Vorhaben. Ihre konkreten Schritte sahen wie folgt aus. Ende Januar 1942 ordnete der Kommandeur der Schutzpolizei, der deutschen Schutzpolizei, Dr. Ulrich hieß der, die ihm unterstehende jüdische Polizei umzustrukturieren an und zu verstärken. Diese Polizei war erst kurz vorher eingerichtet worden, um für Sauberkeit zu sorgen und für die Ordnung, die öffentliche Ordnung. Jetzt wurden viel, viel mehr Männer aufgenommen. Im Endeffekt waren es bis zu 750 Mann, die dann in der Truppe waren. Am 25. Februar 1942 wurde dann von der Dienststelle Judeneinsatz beim Deutschen Arbeitsamt in Lemberg Arbeitsausweise mit Lichtbildern an die arbeitende jüdische Bevölkerung verteilt. Es gab auch neue Armbinden mit dem Buchstaben A für Arbeiterinnen und auch noch mit dem Buchstaben H für sogenannte Haushaltshilfen. Mit der Verteilung der Ausweise wurden die Menschen stigmatisiert, eben diejenigen, die keinen Ausweis bekamen. Vorgeschobener Grund für die Kennzeichnung war der grassierende Arbeitskräftemangel in der Region, so wurde es von den Deutschen gesagt. Wir sehen hier einen solchen Arbeitsausweis eines jüdischen Überlebenden, Ignaz Rieger, den er bekommen hat in Lemberg. Am 7. März schließlich befahlen zwei Vertreter der deutschen Stadtverwaltung, das war der Judenreferent Alfred Bisanz hieß der, und eben der schon erwähnte Polizeipräsident Ulrich, dem Judenrat, die Aussiedlung von mehr als 33.000 Juden und Jüdinnen in ein Arbeitslager vorzubereiten. Von der Abschiebung sollten Fürsorgeempfängerinnen, Arbeitslose, Wohnungslose und sogenannte Asoziale betroffen sein. Da ist natürlich schon eine starke Diskrepanz zwischen dem Ziel, ein Arbeitslager und für Arbeit zu sorgen und genau diejenigen abzuschieben, die eben nicht arbeiteten. Am 10. März, also 3 Tage später, gab es dann Aushänge in der Stadt Lemberg, dass Jüdinnen die Stadt nicht mehr verlassen dürfen und wenn sie das doch machen, ihnen die Todesstrafe drohte. Bekannten Gründen eine 5-tägige Verzögerung. Am 14. März, also genau heute vor 79 Jahren, ging es dann los. Jetzt gebe ich mal das Wort an Elke weiter, die uns dann erzählen wird, was jetzt im März passierte. Ja, okay. Wie Steffen ja bereits erwähnte, war ein Teil der Vorbereitung dieser sogenannten Märzaktion das Erteilen von Arbeitskarten an diejenigen, die in von den Deutschen als wichtig erachteten Betrieben arbeiteten. In dieses Gebäude auf der Pelczynskastraße 55 war nach der Besatzung der SS und Polizeiführer Katzmann, von dem später noch die Rede sein wird, mit dem Sicherheitsdienst und der Sicherheitspolizei eingezogen. Dies ist ein Foto aus der Vorkriegszeit. Die deutsche Polizei, die eben unter anderem hier ansässig war, war zuständig für die Deportation der jüdischen Bevölkerung. Laut Aussiedlungsbefehl Albert Ulrichs, des Polizeidirektors an den Judenrat, sollten 33.000 Jüdinnen und Juden umgesiedelt werden. Und zwar, wie Steffen auch schon sagte, sogenannte Asoziale, womit, wie sich zeigte, Arbeitslose, Wohnungslose und Arme, die Wohlfahrtsleistungen erhielten, gemeint waren. Als angebliches Ziel der angeblichen Umsiedlung wurde gesagt, dass sie in ein Arbeitslager gebracht würden, wie Steffen ja auch schon sagte. Die Polizei übertrug die Verantwortung für die Durchführung dem Judenrat. Die Festnahmen selbst sollten vom jüdischen Ordnungsdienst, also der jüdischen Polizei, vorgenommen werden. Diese sollten bei dieser Arbeit von ukrainischen Polizisten begleitet und beaufsichtigt werden. Der Ablauf war folgendermaßen geplant.
Die zu Deportierenden sollten von den jüdischen Polizisten aus ihren Wohnungen abgeholt und auf die Kommissariate der ukrainischen Polizei gebracht werden, wo die Papiere kontrolliert werden sollten. Von dort sollten sie zu einem großen Schulgebäude der Sobieski-Schule gebracht werden, wo eine Kommission über die Arbeitsfähigkeit entscheiden sollte, da anfangs die Arbeitsfähigen zum Erhalt der Arbeitskraft in Lemberg verbleiben sollten. Nach der Selektion in der Sobieski-Schule sollten die zu Deportierenden am Abend oder am nächsten Tag mit LKWs und auch der öffentlichen Straßenbahn zum Bahnhof Kleparow gebracht werden, wo sie die Züge nach Belzec besteigen mussten. Wir sehen hier das Foto des Rabbi Kahane, der die Ereignisse in seinem Tagebuch festhielt. Rabbi David Kahane entkam der deutschen Gefangenschaft im Janowska-Lager ein Jahr später und überlebte die deutsche Besatzungszeit versteckt. Kahane war Teil einer Kommission aus mehreren Rabbis, die im März 1942, noch bevor die Aktion am 14.03. begann, den Vorsitzenden des Judenrates, Dr. Landesberg, aufsuchte, um ihn darauf hinzuweisen, dass das Ausliefern einer Gruppe oder auch nur eines einzelnen Juden an den Feind, selbst wenn es wäre, um alle anderen zu retten, nicht in Übereinstimmung mit den jüdischen Gesetzen ist. Landesberg jedoch entgegnete, dass sie keine religiöse Gemeinschaft mehr wären, sondern ein Instrument der Gestapo. Weiterhin deutete er an, dass die Gestapo jeden umbringen würde, der ihrem Befehl nicht gehorche. Zum Hintergrund sei hier noch gesagt, zu dem Zeitpunkt war noch nicht bekannt, wohin die Menschen deportiert würden. Die Deutschen hatten ja gesagt, sie würden in ein Arbeitslager gebracht und die massenhafte Ermordung konnten sich die Menschen noch gar nicht vorstellen. Der Besuch der Rabbiner ist ein Hinweis darauf, dass es in der Bevölkerung rumorte. Es gab Diskussionen darüber, ob es sinnvoll ist, den Anordnungen der Deutschen Folge zu leisten oder nicht. Sehr aufschlussreich über die Ereignisse ab dem 14. März ist das Tagebuch von Ben Redner, der als Angehöriger des jüdischen Ordnungsdienstes auch in dieser Aktion im Einsatz war. Auf diesem Foto ist Redner, studierter Jurist, mit seiner Schwester und seiner Schwägerin in sorgloser Pose in einem Sommer circa 10 Jahre vor diesen Ereignissen zu sehen. Redner schreibt, dass die jüdischen Polizisten sowie auch Mitarbeiter des Judenrates am 14. März 1942 zum ersten Mal losgeschickt wurden, bewacht von ukrainischen Polizisten, um anhand von Fürsorgelisten des Judenrates die ersten Festnahmen durchzuführen. Das bedeutet, dass gezielt diejenigen aufgesucht wurden, die aufgrund von Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit oder Obdachlosigkeit auf finanzielle oder materielle Unterstützung des Judenrates angewiesen waren. Den Gefangenen wurde zur Täuschung erzählt, sie würden in ein Arbeitslager gebracht. Sie durften 25 Kilogramm Gepäck, 200 Zwotte Bargeld und Lebensmittel für die Reise mitnehmen, dies ebenfalls zur Täuschung. Der Glaube daran, dass die Deportierten tatsächlich zum Arbeitseinsatz auf Höfen in der Region um Belzec gebracht würden, war anfangs noch weit verbreitet, sowohl unter den Deportierten als auch beim jüdischen Ordnungsdienst. Der jüdische Polizist Redner schreibt in sein Tagebuch, dass manche sich sogar gefreut hätten, aufs Land zu kommen. Die Polizisten gingen also anhand der Listen von Wohnung zu Wohnung. Wer aufgegriffen wurde, wurde zum nächsten Kommissariat der ukrainischen Hilfspolizei gebracht. Hier wurden die Arbeitsbescheinigungen kontrolliert. Diejenigen, die keine vorzuweisen hatten, wurden in die Sobieski-Schule gebracht. Wir sehen hier ein Foto von der damaligen Sobieski-Schule. Auch heute befindet sich in dem Gebäude eine städtische Sekundarschule. Hier hatte sich im Erdgeschoss eine Kommission eingerichtet, die die Festgenommenen selektierte. Anfangs überprüften 2 Angehörige des Polizeidezernats sowie ein Vertreter des Deutschen Wirtschafts- und Arbeitsdezernates, ob die Gefangengenommenen wirklich nicht arbeitsfähig waren. Während dieser Selektion gelang es den anwesenden Angehörigen des Judenrates in den ersten Tagen zu erwirken, dass viele Festgenommene wieder entlassen wurden. Aus Sicht Katzmanns, des SS- und Polizeiführers, kamen so zu wenig Menschen zur Deportation zusammen. Dies kann daran gelegen haben, dass viele Festgenommene während der Selektion doch als arbeitsfähig eingestuft wurden,
dass nach Überprüfung der Arbeitskarten noch gar nicht so viele vor die Kommission geführt wurden. Und auch kann es eine Rolle gespielt haben, dass die Angehörigen der jüdischen Polizei nicht besonders eifrig darin waren, Juden und Jüdinnen auszuliefern. Als Katzmann erfuhr, dass der erste Zug fast leer nach Welschatz abgefahren war, griff er ein und setzte eine neue Kommission ein. Die Polizisten des städtischen Kommissariats wurden durch Gestapo-Männer ersetzt. Außerdem waren er oder sein Adjutant in Quart beteiligt. Hier sehen wir nochmal die Sobieski-Schule von einer anderen Seite. Im Erdgeschoss fanden, wie gesagt, die Selektionen statt. Die Gefangenen wurden im ersten und zweiten Stock eingesperrt. Im Keller richtete der Judenrat eine Suppenküche für die Gefangenen ein. Im zweiten Stock gab es einen Raum, in dem ein üppiges Buffet für die deutsche und ukrainische Polizei aufgebaut wurde, wo diese sich vor und nach der Menschenjagd nach Belieben mit Wodka und exquisiten Speisen versorgen konnten. Laut dem Bericht des polnischen Autoren und Judaisten Tadeusz Zadarecki, der die Ereignisse beobachtete und durch seine gute Bekanntschaft mit Angehörigen des Judenrates und der jüdischen Polizei informiert war, musste der Judenrat für die Nutzung des Gebäudes, also die Unterbringung der Gefangenen, an die Deutschen sogar bezahlen. Wir sehen hier einen deutschen und ukrainischen Polizisten gemeinsam auf der Straße. Das Foto wurde circa einen Monat vor der Aktion aufgenommen und illustriert die Zusammenarbeit, wenn auch natürlich die deutsche Polizei immer die Rolle des Befehlshabers innehatte. Die ukrainische Polizei wurde auch als Hilfspolizei bezeichnet. Nachdem Katzmann eingriff, wie oben erwähnt, wurde der Druck auf die Polizisten erhöht. Nun wurden die ukrainischen Hilfspolizisten direkt an den Razzien beteiligt. Sie griffen wahlloser Menschen auf. Auch Angehörige der Schutzpolizei sowie des Sonderdienstes, einer Einheit sogenannter volksdeutscher Polizisten, wurde jetzt eingesetzt. Die deutschen und ukrainischen Polizisten gingen mehr und mehr dazu über, nicht gezielt Menschen anhand der vom Judenrat erstellten Listen, sondern ganze Häuser oder willkürlich Menschen von der Straße weg zu verhaften. Und dennoch darf man sich das nicht vorstellen wie in späteren Aktionen. Die ukrainischen Polizisten waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit Schusswaffen ausgerüstet. Es kam noch nicht zu massenhaften Gewaltausbrüchen bei den Festnahmen. Auch war den Festgenommenen ja noch nicht bewusst, dass sie in den sicheren Tod geschickt wurden. Redner berichtet, dass der Druck nach Katzmanns Eingreifen nach wenigen Tagen über ihren Einsatzleiter Reusen an sie weitergegeben wurde. Sie wurden ermahnt, ganze Gebäude zu leeren. Er berichtet: In diesem Stadium kam es nicht mehr in Frage, Gepäck mitzunehmen, denn es gab keine Zeit mehr dafür. Nur bestimmte Kategorien von Menschen und Familien wurden ausgenommen. Arbeiter für die Wehrmacht, Polizei, Ostbahn, Deutsche Post Osten, die Rohstofferfassung, Beschäftigte des Judenrates, Polizisten und deren Familien. Alle anderen sollten deportiert werden. Die deutsche Polizei sollte dies später kontrollieren und wehe uns, wenn. Redner berichtet, dass im Verlauf mehr und mehr die Zahl der Deportierten in den Vordergrund rückte. Es mussten jeden Tag 2000 Menschen aufgegriffen werden. Es ging jetzt nicht mehr darum, nur diejenigen zu bringen, die auf Unterstützungsleistungen angewiesen waren, sondern andersherum gab es Ansagen, welche Berufsgruppen nicht deportiert werden sollten. Redner berichtet weiter, dass er und auch andere jüdische Polizisten zu zweifeln begannen, ob die Deportierten tatsächlich in ein Arbeitslager gebracht würden. Viele führten ihre Arbeit zunehmend unengagierter aus. Sie entzogen sich mehr und mehr dem Dienst oder nutzten ihre Funktion, um zur Verhaftung Vorgesehene zu warnen. Andere wiederum hielten dem Druck der ukrainischen und deutschen Polizisten nicht stand und beteiligten sich aktiv an den Durchsuchungen und Festnahmen, folgten, laut Redners Bericht, blind den Befehlen. Die Skepsis in der Bevölkerung und in der jüdischen Polizei nahm zu. Die Leute begannen, sich der Deportation zu entziehen. Sie gingen nicht mehr auf die Straßen, suchten und bauten Verstecke. Die Menschen begannen, sich in Abwasserkanälen zu verstecken. Die Bereitschaft der jüdischen Polizei, sich an den Aktionen zu beteiligen, sank weiter und weiter. Die Gewalt, die bei den Festnahmen angewendet wurde, war im Laufe der Wochen stark eskaliert.
Zwar gab es den Befehl des Polizeipräsidenten Ulrich, die Festgenommenen human zu behandeln, um das Misstrauen in der Bevölkerung nicht zu erhöhen. Schließlich sollten weitere Aktionen folgen, aber dennoch wurden die Gefangenen geschlagen, verhöhnt, angespuckt und mehr. Und dennoch darf man sich diese Märzaktion nicht als Blutbad vorstellen, wie man es aus anderen Städten oder von späteren Aktionen kennt. Es galt immer noch die Anweisung der Polizei, die Festgenommenen nicht ohne Grund zu misshandeln. Rabbi Kahane, der beobachtet, dass vor allem Männer mit Bärten kontrolliert und festgenommen werden, beschreibt folgende Situation. Ein Mitglied des Lemberger Rabbinats, Rabbi Anschel Schreiber, verlor sein Leben. Er war ein sehr liebenswürdiger Mensch, bescheiden und respektiert. Am Freitagnachmittag erreichte die Aktion ihren Höhepunkt. Niemand konnte auf der Straße angetroffen werden. Alle Juden, die keine Arbeit hatten, versteckten sich zu Hause. Rabbi Anschel war die ganze Zeit mit uns. Am Nachmittag verkündete er heiter, dass er zum rituellen Bad gehen würde. Wir versuchten, ihn davon abzuhalten, aber ohne Erfolg. Als er unterwegs war, ergriffen die Deutschen ihn und brachten ihn zur Sobieski-Schule. Sein Judenratsdokument half ihm nicht. Auch 10 Dokumente hätten einem Juden mit Bart und Schläfenlocken nicht geholfen. Der Judenrat unternahm besondere Anstrengungen, ihm zu helfen, aber ohne Erfolg. Die Deutschen erklärten explizit, dass sie bereits eine ganze Weile auf so ein Exemplar gewartet hätten. Sie fotografierten ihn aus allen möglichen Perspektiven, sodass sich alle Deutschen am Bild von Rabbi Anschel Schreiber in der Zeitschrift Der Stürmer erfreuen konnten. Die Anzahl der täglich Festgenommenen und die Brutalität wurden erhöht. Die Menschen trauten sich immer weniger auf die Straße. Ende März wurden fast alle Juden und Jüdinnen festgenommen, die man noch auf der Straße antraf, unabhängig davon, ob sie eine Arbeitskarte hatten oder nicht. Bei Versuchen, sich freizukaufen, wurden die Güter beschlagnahmt und die Besitzer festgenommen. Wir hören nun einen Auszug des Berichts der Frau Rubinsteinova, den sie später an Verwandte schickte. Eines Tages während der Aktion, das war am Freitag, den 19. März 1942. Am Freitag also besuchten uns die Deutschen, Schutzpolizei und die aus dem jüdischen Ordnungsdienst zu Hause. Wir zeigten ihnen unsere Ausweise, dass unsere Männer arbeiteten. Sie hatten schließlich bis dahin solche Papiere akzeptiert. Ich blieb also ruhig. Ich ging später um 3 Uhr über die Rapaporter Straße, Kleparowska, und als ich in die Jachowitscher Straße abbiegen wollte, traf ich auf die Kommission, die mich kontrolliert hatte. Der Schupo befahl den Funktionären des Ordnungsdienstes, mich ins Kommissariat der ukrainischen Polizei zu bringen. Auf dem Weg bat, flehte ich die jüdischen Ordnungsleute an, dass sie mich gehen ließen, dass ich sie dafür belohne, aber es half nichts. Ein junger, vielleicht 18-jähriger Schmarotzer führte mich zum ukrainischen Kommissariat. Er tat mir nur den Gefallen, dass er auf meine wiederholten Bitten Moschko informierte, also einen Familienangehörigen der Frau Rubinsteinova. Der Funktionär des jüdischen Ordnungsdienstes hatte mich zum ukrainischen Kommissariat gebracht, mich dort bei den Diensthabenden abgegeben und war gegangen. Ich traf dort auf eine Menge Unglücklicher, die schrecklich geschlagen worden waren. Mir passierte das auch. Ein Bandit schlug mich mit einem dünnen Stock auf den Rücken und das so stark, dass ich den Schmerz mehrere Monate lang spürte. Endlich kam eine Kutsche, die mich mit den anderen Opfern in die Sobieski-Schule brachte. Die Eskorte der Kutsche war ein ukrainischer Polizist. Ich flehte ihn auf dem Weg an, dass er mich gehen ließ. Ich versprach ihm, dass ich ihn belohne, gab ihm meine Adresse, aber nichts half. Als Antwort auf mein Flehen schlug er mich schrecklich auf den Kopf und ins Gesicht. Am Ende befand ich mich im Treppenhaus der Schule, wo schon hunderte unglückliche Opfer versammelt standen. Auch dort organisierte alles der Kahal. Mit dem jiddischen Wort Kahal für Gemeindeverwaltung ist hier der Judenrat gemeint. Alle Unglücklichen, zur Deportation Bestimmten, mussten sich bei den Beamten des Kahals registrieren lassen. Der Kahal gab den Unglücklichen außerdem Suppe und Brot. Auffällig war, dass die Beamten des Kahals ihre Aufgabe in merkwürdiger Ruhe ausführten. Sie waren selbstsicher, ruhig, elegant gekleidet, satt, ausgeglichen. Ein merkwürdiger Kontrast zwischen uns und ihnen. Sie waren so selbstsicher, sicher, dass die Deportation alle Juden betraf,
Nur sie nicht. Ich traf dort auf Bekannte. Ich rannte wie verrückt von einem zum nächsten. Aber meine Bekannten vom Kahal erkannten mich meistens nicht. Einige schrien mich sogar an und drohten mir mit der Gestapo. Was sollte ich tun? Ich beruhigte mich endlich. Einmal im Leben muss der Mensch schließlich sterben. Ich stellte mich in eine Ecke und wartete darauf, dass ich drankam. Ich beobachtete dabei die Menge unglücklicher Opfer. Es waren alte und junge, ärmliche Frauen und noch ärmlichere Kinder. Die meisten waren Frauen. Alle hatten einen verschwommenen Blick, verzweifelt. Niemand von ihnen forderte schließlich etwas. Jeder wollte nur leben. Nur leben. Manche baten, flehten die Beamten des Kahals an, um eine Fürsprache für sie bei den Deutschen, aber diese hörten das nicht. Sie waren gleichgültig für den Schmerz und die menschliche Verzweiflung. Der Kahal, wenn er gewollt hätte, hätte er etwas tun können. Aber der Kahal rettete nur sich selbst und seine Nächsten. Da kam Nacht, unser Nachbar Nacht, und er holte mich einfach raus, sein Leben gefährdend. Als er hörte, dass ich mich dort befand, kam er sofort. Ihn als Funktionär des Ordnungsdienstes ließ man durch. Er durchsuchte alle Säle und als er mich fand, rief er mit schrecklich harter Stimme: Rubin Stanova, zum Rapport. Ich stand in einer Ecke, aber ich erkannte ihn von Weitem. Auf seinen Ruf hin machte die Menschenmenge Platz. Er ging vorne und ich hinter ihm her. Man musste vom zweiten Stock runtergehen, dann gingen wir einen langen Flur entlang und schließlich über den Hof. Auf dem Weg trafen wir Deutsche. Da befahl er mir, als Machthabender, mich in die Ecke zu stellen und mich nicht zu bewegen. Als die Deutschen vorbeigegangen waren, zwinkerte er mir zu und ich ging weiter hinter ihm her. So erreichten wir die Eingangstüren. Wir gingen über den Hof. Am Ausgang hatte Nacht bereits vorher einen Bekannten aus dem Ordnungsdienst postiert, der uns still durchließ. Ich war gerettet. Wie wir hier hören, wird das Verhalten der Judenratsmitarbeiter als gleichgültig und unsolidarisch beschrieben. In den überlebenden Berichten wird viel Kritik an der Haltung des Judenrats geäußert, die als kooperativ gegenüber den Deutschen und auf den eigenen Vorteil bedacht dargestellt werden. Auch innerhalb des Judenrates und der jüdischen Polizei führte die Durchführung der Aktion zu viel Widerspruch und Ablehnung. Dies wirft natürlich Fragen auf, wobei wir uns nicht anmaßen wollen, die Haltung und Handlung des Judenrats zu verurteilen. Wichtig ist aber, dass die Deutschen ja mit dieser Vorgehensweise, den Judenrat und die jüdische Polizei mit dieser Aufgabe zu beauftragen, Ziele verfolgten, die auch erreicht wurden, nämlich einerseits einen Spaltkeil in die jüdische Bevölkerung zu treiben und andererseits diese an den Verbrechen zu beteiligen, um sie moralisch zu verunsichern und zu demoralisieren. Das Vertrauen der jüdischen Bevölkerung in den Judenrat war gebrochen. Jeden Abend wurden Juden und Jüdinnen unter Schlägen in Güterwaggons der Straßenbahn, regulären Straßenbahnen, Pferdefuhrwerken und in Lastwagen zum Bahnhof Kleparow gebracht, begleitet von Gestapo, ukrainischer und jüdischer Polizei. Wir sehen hier auf dem Foto, wie Menschen in Güterwaggons der Straßenbahn durch die ganze Stadt gefahren werden. Jeder kann es sehen. Es geschah in der Öffentlichkeit. Auf diesem Bild sehen wir den neuen Bahnhof Kleparow. Das alte Bahnhofsgebäude steht nicht mehr. Hier wurde den Menschen das Gepäck abgenommen, bevor sie unter Prügeln in die Züge getrieben wurden. In den letzten Tagen rief Katzmann, der SS- und Polizeiführer, eine Besprechung zusammen, an der auch Mitglieder des Judenrats teilnahmen. Er drohte: Wenn ich mit meinem Kommando einsteige, dann werden nicht 30, sondern 100.000 Juden ausgesiedelt. Er beschwerte sich über den angeblich mangelnden Einsatz des Ordnungsdienstes und drohte, dass jeder jüdische Polizist täglich einen Gefangenen zur Deportation bringen müsse und andernfalls selbst in ein Arbeitslager käme. Am letzten Tag der sogenannten Märzaktion, am 1. April 1942, wurden so nochmal 900 Personen festgenommen. Als Strafe dafür, dass die Angehörigen der jüdischen Polizei nicht genügend Engagement gezeigt hätten, wurden 80 jüdische Polizisten in ein Arbeitslager verschleppt. Die meisten von ihnen kehrten nach einigen Monaten zurück. Von den nach Belzec deportierten kehrte freilich niemand zurück. Zum Zweck der Desinformationen kamen aber in Lemberg von den Deutschen fingierte Briefe und Postkarten an,
voll des Schwärmens über die guten Lebensbedingungen auf den Gutshöfen. Die Aktion lief nicht systematisch ab. Wie berichtet, änderten die Deutschen ihre Strategie im Laufe der Aktion. Mit zunehmender Gewalt und Wahllosigkeit bei der Auswahl der Opfer nahm auch die Skepsis in der Bevölkerung zu. Die Menschen versteckten sich und leisteten so passiven Widerstand. Insgesamt deportierten die Deutschen 15.000 Jüdinnen und Juden nach Belzec, größtenteils alte Menschen, Frauen und Kinder. Der anfängliche Befehl lautete aber auf 30 bzw. 33.000 Menschen, was zu der doch deutlich geringeren Zahl von 15.000 Deportierten führte, ist nicht ganz geklärt. Sicherlich spielen hier verschiedene Faktoren eine Rolle. Ein Grund, der angenommen wird, war, dass die ukrainischen Polizisten nur Knüppel und keine Schusswaffen hatten, sie also nicht gewalttätiger und mordend auftreten konnten. Ein weiterer Grund, der angegeben wird, ist, dass sich viele entzogen, indem sie sich versteckten, was zu diesem Zeitpunkt noch leichter möglich war, da ja noch kein geschlossenes Ghetto eingerichtet worden war. Und schließlich möglicherweise auch, weil die jüdische Polizei sich passiv widersetzte. Auf jeden Fall wurden einige dieser Faktoren in den Monaten danach verändert. Die nächste große von den Deutschen sogenannte Augustaktion im August 1942 übertraf diese an Gewalt und Willkür und war auch im Ergebnis deutlich mörderischer. Ich übergebe nun an Elmar, der uns nochmal genauer über die Fahrt nach Belzec und dann die dortigen Geschehnisse berichten wird. Danke. Die genaue Anzahl der im ersten Deportationszug nach Belzec verschleppten Lemberger Jüdinnen und Juden ist unbekannt. Man muss von weniger als 1.000 Menschen ausgehen. Vielleicht sogar deutlich weniger als 1.000 Menschen, denn wie wir gehört haben, wurde diese Zahl, festgesetzte Zahl von 1.000 Personen für den ersten Transportzug nicht erreicht, worauf Katzmann sich ja erbost selber in die Vorgänge eingeschaltet hat. Durchschnittlich aber geht man aus Historikersicht davon aus, dass in der ersten Woche nach dem Beginn der Märzaktion täglich 1 bis 2 Transporte mit jeweils ca. 1.500 Menschen das Vernichtungslager Belzec erreichten. In den folgenden 4 Wochen gab es dann auch größere Deportationen. Der Höhepunkt war Ende März, Anfang April erreicht. Da kamen Züge mit 3.000 oder sogar 5.000 Verschleppten in Belzec an. Wie wir schon gehört haben, wurden bis Anfang April 15.000 Menschen allein aus Lemberg zur Ermordung nach Belzec verschleppt, aus Lublin zusätzlich 18.000. Das heißt, zu Beginn der Aktion Reinhardt ermordeten die Deutschen 33.000 galizische Jüdinnen und Juden innerhalb von einem halben Monat. Eine unfassbare Zahl. Wie die Verhältnisse in den Waggons im allerersten Zug aus Lemberg waren, wissen wir nicht. Überlebende aus späteren Transporten berichten meist von vollgestopften, geschlossenen Güterwaggons und schrecklichen Bedingungen auf teilweise sehr, sehr langen Fahrten. Man muss auch bei diesem Zug davon ausgehen, dass die Deportierten unter starker Gewalteinwendung in die Züge gepfercht wurden und dass die allermeisten Deportierten verstört und voller Angst waren auf ihrer Fahrt ins Ungewisse. Schließlich war ja, wie wir gehört haben, der vorgeschobene Zweck der angeblichen Umsiedlung, alte und gebrechliche Menschen zu einem Arbeitseinsatz zu bringen, nicht plausibel. Wie lange genau der Zug für die etwa 80 Kilometer lange Fahrt von Lemberg nach Belzec brauchte, ist ebenfalls nicht bekannt. Auf der Strecke Lemberg-Lublin verkehrten damals viele Passagierzüge. Vermutlich hielt der Deportationszug mehrmals an, um andere Züge vorbeizulassen. Da nicht lange nach Beginn der Märzaktion auch schon Berichte in den Ghettos kursierten, wohin die Züge gingen und was in Belzec geschah, versuchten Menschen dann schon mindestens ab Ende März, also bald nach Beginn der Deportation, immer wieder zu entkommen, und zwar aus den Zügen. Viele Jüdinnen und Juden also sprangen mit dem Mut der Verzweiflung aus den Transporten. Sehr viele von ihnen fanden durch die Kugeln der Polizisten den Tod, die die Transporte begleiteten. Aber dieses Wissen der Menschen gab es beim ersten Transport noch nicht.
Dass das Mordgeschehen in Beschitz überhaupt bekannt wurde, ist der Tatsache zu verdanken, dass in der Anfangszeit des Lagers es einzelnen Verschleppten gelang, direkt nach ihrer Ankunft im Lager zu entkommen. Viele von ihnen kehrten in die Städte und Ghettos zurück, aus denen sie deportiert worden waren, und erzählten dort, was sie gesehen und erlebt hatten. Auch über polnische Eisenbahner, die die Transporte begleiteten, verbreiteten sich Gerüchte vom Massenmord in Beschitz. Ich will zwei Beispiele von Überlebenden kurz anbringen. Am 13. April beispielsweise meldete sich der 13-jährige Leib Wolstein beim Judenrat in Samoscht. Er war zusammen mit seiner Mutter und seiner Schwester am 11. April, zwei Tage zuvor, in einem der ersten Transporte aus Samoscht nach Beschitz deportiert worden. Nach der Ankunft im Lager konnte er sich in einer Toilettengrube verstecken und nachts fliehen. Eine weitere Flucht ereignete sich schon wenige Tage nach Beginn der Märzaktion. Am 20. März waren 700 Jüdinnen und Juden aus Zhukiew, etwa 30 Kilometer nördlich von Lemberg, mit einem Transport nach Beschitz verschleppt worden. Nach der Ankunft im Lager weigerten sich die Frauen des Transportes, in die Gaskammern zu gehen. In dem entstandenen Durcheinander gelang es zwei Frauen, Mina Astmann und Marka Thalenfeld, zu fliehen. Und sie kehrten zurück nach Zhukiew und erzählten dort, was sie gesehen hatten. Diese Fluchten konnten gelingen, weil das Vorgehen der Täter im Lager noch nicht bis ins Detail durchorganisiert war und es bei der Ankunft der Züge oft zu einem chaotischen Durcheinander kam. Für die späteren Monate, in denen das Mordlager bestand und dort eben Massenmorde vorkamen, gibt es keine Zeugnisse solcher Fluchten mehr. Die beinahe einzige Überlebenschance der Deportierten bestand zu dieser Zeit in der Flucht aus den Zügen. Aber im Frühjahr 1942 waren die deutschen Täter noch dabei, Erfahrungen zu sammeln, wie die Ermordung Zehntausender am effizientesten aus ihrer Sicht vonstatten gehen könnte. Schließlich hatte es das Morden in einem solchen Maßstab, Tag für Tag, die Ermordung zehntausender Menschen in solcher Form noch nie gegeben. Mit der Zeit aber gelang es den Tätern, mithilfe von Täuschung, Terror und Gewalt, die Abläufe so zu perfektionieren, dass wir heute nur die Namen von drei Männern kennen, die Beschitz überlebt, das Kriegsende erlebt und Zeugnis über das Lager abgelegt haben. Das ist Chaim Hirschmann, Israel Spira und Rudolf Reder. Hier ein Bild von Rudolf Reder aus dem Jahr 1939. Rudolf Reder war ein polnischer Chemiker und Seifenfabrikant aus Lemberg. Er wurde dann bei der schon erwähnten sogenannten Augustaktion, und zwar am 17. August 1942, mit einem Transport nach Beschitz verschleppt. Durch Rudolf Reder ist eine umfassende Beschreibung der Zustände und Abläufe im Mordlager, zumindest von Ende August bis November 1942, überliefert. Das sind die knapp drei Monate, in denen Reder als Zwangsarbeiter des jüdischen Sonderkommandos in Beschitz war. Im November 1942 gelang Reder die Flucht, als er mit Bewachern nach Lemberg geschickt wurde, um Metallblech für Arbeiten im Lager einzukaufen. Er konnte sich bis Kriegsende in Lemberg verstecken. Später emigrierte er nach Kanada. Über Reders Zeugnis möchten wir versuchen, das Geschehen im Mordlager, wie es sich vielleicht für die ersten Deportierten dargestellt hat, nachzuzeichnen. Von seiner eigenen Deportation berichtet Reder, dass der Zug morgens um 8 Uhr in Lemberg losfuhr und nach dreimaligem Stopp, wohl um Personenzüge vorbeizulassen, gegen Mittag im Bahnhof von Beschitz ankam. Hier ein Bild vom Bahnhof. Oben die Schwarz-Weiß-Aufnahmen sind aus der Zeit der deutschen Besatzung. Das ursprüngliche Gebäude steht nicht mehr. Unten sehen wir den jetzt dort stehenden Bahnhof. Der ursprüngliche Bahnhofsbau ist bei einem sowjetischen Luftangriff 1944 explodiert oder abgebrannt. Reisende, die eine Bahnfahrt Richtung Lublin oder Lemberg antraten und auch Dorfbewohner aus der Nachbarschaft waren also mit
mit den im Bahnhof Beržec wartenden Deportationszügen konfrontiert. Denn bevor die Züge ins Lager weiterfuhren, also es war ein öffentlicher Bahnhof, ein Personenbahnhof auf einer vielbefahrenen Strecke, und die Deportationszüge aus unter anderem Lemberg wurden immer im Bahnhof gestoppt, bevor sie dann ins Lager Beržec in der Nähe des Ortes weiterfuhren. Also die Reisenden und auch die Nachbarn aus dem Ort waren mit den Deportationszügen unter Umständen konfrontiert, wenn sie dort warten mussten, diese Züge. Denn es gibt Berichte, dass diese Züge mit den eingesperrten Menschen auch oft über Nacht dort stehen blieben, bis sie am nächsten Tag ins Lager geschoben wurden. Ob das für den ersten Transport auch so war, ist unbekannt. Das Mordlager Beržec selbst lag ungefähr 500 Meter vom Bahnhof entfernt. Die Züge hielten im Bahnhof von Beržec zuerst an, weil das Gleis im Bahnhof Züge mit bis zu 15 Waggons aufnehmen konnte. Die Rampe im Mordlager war aber etwas kürzer. Also längere Deportationszüge wurden im Bahnhof von Beržec geteilt und abschnittsweise auf das Nebengleis rangiert, welches ins Lager führte. Im Bahnhof von Beržec wechselte auch das Personal auf dem Zug. Denn die Deportationszüge wurden nur bis zum Bahnhof Beržec vom polnischen Eisenbahnpersonal begleitet. In Beržec übernahm Rudolf Göckel, hier ist ein Bild von ihm, der deutsche Stationsvorsteher von Beržec, den Zug. Rudolf Reder, der Überlebende aus Lemberg, beschreibt, wie er Göckel zum ersten Mal sah. Gegen Mittagszeit kam der Zug im Bahnhof von Beržec an. Es war ein kleiner Bahnhof, der von einfachen Häusern umgeben war. Diese waren von der Gestapo besetzt worden. Reder meint damit das Lagerpersonal, also die SS-Männer. Beržec liegt auf der Strecke zwischen Lublin und Tomaschow, 15 Kilometer von Ravaruska entfernt. Neben dem Bahnhof befanden sich die Post und die Unterkünfte der ukrainischen Eisenbahner. Im Bahnhof von Beržec bestieg ein älterer Deutscher mit einem dicken schwarzen Bart die Lok. Ich kenne seinen Namen nicht, aber ich würde ihn mit einem Blick wiedererkennen. Er sah wie ein Henker aus. Er übernahm den Zug und fuhr ihn in das Lager. In Beržec verließ unser Zug die Hauptstrecke und befuhr ein Nebengleis von etwa einem Kilometer Länge, das direkt ins Vernichtungslager führte. Die Fahrt dauerte nicht mehr als 2 Minuten. Das Mordlager Beržec wurde von November 1941 bis Februar 1942 in der Nähe des unscheinbaren kleinen Ortes Beržec an der Landstraße zwischen Lublin und Lemberg gelegen, errichtet. Hier sehen wir eine moderne Karte. Ja, oben links Lublin, unten rechts Lemberg. Die grauen Linien, die da so sich dazwischen schlängeln, zwischen Lublin, Beržec und Lemberg, sind die Eisenbahnverbindung. Die bläuliche Linie, die nicht weit von Beržec quer durch das Bild verläuft, ist die heutige ukrainisch-polnische Grenze. Also die Lage von Beržec an der Bahnstrecke Krakau-Lublin-Lemberg war wohl einer der ausschlaggebenden Punkte für die Errichtung des Mordlagers bei Beržec. Der Ort war also zugleich abgelegen als auch an das Eisenbahnnetz im Generalgouvernement angeschlossen. Das schon erwähnte Nebengleis, an dem das Lager entstand, führte abseits des Dorfes in den Wald und wurde ursprünglich zum Abtransport von Holz genutzt. Hier ist noch einmal eine zeitgenössische Karte von 1943 zu sehen, von diesem Teil des Generalgouvernements. Beržec liegt an einer roten Linie, etwa in der Bildmitte, ist sehr klein der Ortsname. Ich habe versucht, den so gelb zu schattieren. Genau, also rot die Eisenbahnlinie, ganz gut zu erkennen. Etwas südlich ist der Ort Ravaruska. Der Aufbau des Lagers erfolgte also im Winter 1941-42 und wurde von einer kleinen Anzahl von Deutschen angeleitet und ausgeführt. Diese gehörten formell der Waffen-SS an und waren schon in Deutschland am nationalsozialistischen Krankenmord, der sogenannten Aktion T4, beteiligt gewesen.
Diese Täter hatten sich also bereits in einer geheimen, von der Kanzlei des Führers koordinierten, groß angelegten Mordaktion bewährt. Als sogenannte Brenner hatten diese Männer in Deutschland die Aufgabe gehabt, die Körper der Ermordeten aus den Gaskammern der T4-Tötungsanstalten zu ziehen und in Krematorien zu verbrennen. Also durch ihre Beteiligung an T4 hatten sie eine gewisse Expertise im Massenmord gewonnen. Und ja, dieser NS-Krankenmord forderte ja etwas mehr als 70.000 Opfer unter kranken und vor allem behinderten Menschen. Ihre Namen sind Josef Oberhauser, also die Namen dieser fünf Männer sind Josef Oberhauser, Gottfried Schwarz, Fritz Jiermann, Johann Niemann und Lorenz Hackenhold. Heute bei unserem Vortrag, heute stehen ja die ersten Opfer von Belzec im Vordergrund, also die Opfer. Aber auf diesem Bild möchte ich stellvertretend zwei Täter aus der Aufbauzeit des Lagers kurz vorstellen oder wenigstens hier zeigen. Das ist Josef Oberhauser rechts, Fritz Jiermann in der Mitte und der dritte links, also die beiden Rechten, beziehungsweise Jiermann in der Mitte und rechts Oberhauser, die waren schon von Anfang an auch bei dem Aufbau des Lagers dabei. Kurt Franz, ganz links zu sehen, kam erst Ende April 1942 nach Belzec. Auch er ein ehemaliger T4-Mann. Er war Koch in den T4-Tötungszentren gewesen. Später wurde er Kommandant von Treblinka. In Belzec standen die Hilfstruppen der Travniki unter seinem Befehl. Dazu später kurz mehr. Das Bild ist nicht im Lager selbst entstanden, sondern vor einem Haus im Ort Belzec, das der SS als Kommandantur diente. Ich möchte noch einmal wiederholen, dass es für ein Lager wie Belzec kein Vorbild gab, also auch keinen klaren Masterplan für dessen Planung, Bau und Betrieb. Die fünf ersten Täter planten das Lager relativ eigenständig. Sie beschafften das notwendige Material vor Ort selbst, rekrutierten Zwangsarbeiterinnen aus der Umgebung und leiteten den Aufbau des Lagers. Das Lager wurde aus einfachsten Materialien, vor allem aus Holz, errichtet. Beteiligt waren neben lokalen polnischen Bauhandwerkern sogenannte Travniki-Männer, die ich kurz schon erwähnt hatte. Dabei handelt es sich aus sowjetischen Kriegsgefangenen rekrutierte Hilfstruppen der SS. Diese stellten auch die große Mehrheit des späteren Wachpersonals und sie waren die Handlanger der Deutschen beim Massenmord. Auch 150 jüdische Arbeitshäftlinge aus einem Nachbarort von Belzec wurden gezwungen, das Lager mit aufzubauen. Im Rahmen der Versuche der deutschen Täter, wie man am effektivsten gruppenweise Menschen tötet, wurden diese Zwangsarbeiter zu den ersten Opfern der Gaskammer in Belzec. Das Gelände des Lagers, hier ist ein Plan, der von der Gedenkstätte Belzec herausgegeben wird. Das Gelände des Lagers war insgesamt nur etwa 7,5 Hektar groß und lag, wie schon erwähnt, etwa 400-500 Meter entfernt von der Ortschaft und dem Bahnhof des kleinen Ortes auf einer kleinen Anhöhe, auf einem Hügel. Also der hier gezeigte Plan zeigt allerdings nicht die Verhältnisse im Lager in der Anfangszeit, sondern sozusagen dessen spätere Ausbaustufe. Datiert ist der Plan auch mit Dezember, also es ist eine Rekonstruktion mit Dezember 1942. Einige Gebäude, die da als Umrisse angedeutet sind, also die auf dem Lageplan drauf sind, existierten im März noch nicht. Die darauf gezeigte Gaskammer, das ist das Gebäude mit der Nummer 7, so im oberen Bereich, umgeben von so Orangenflächen. Genau, danke Steffen. Also diese Gaskammer und deren Lage, das ist schon der größere Nachfolgebau der ersten Gaskammer in Belzec. Das war nur eine Tötungsbaracke aus Holz. Eine größere Gaskammer wurde im Sommer 1942, also nach den ersten Deportationen, über die wir heute sprechen, errichtet. Gut zu sehen ist unten die Bahnlinie von Lublin nach Lemberg und das Nebengleis und dann grau eingezeichnet die Rampe mit den Gebäuden im sogenannten Lager 1.
Denn das Mordlager war in zwei Hauptbereiche unterteilt. Später waren sie strikt getrennt, nach dem Ausbau des Lagers auf jeden Fall. In der Anfangszeit ist es nicht ganz klar, ob da schon eine strikte Trennung mit Stacheldrahtzäunen bestand. Wahrscheinlich waren diese beiden Lager sozusagen noch durchlässig. Also Lager 1 ist der schon der Teil, den wir schon gesehen haben, direkt um die Rampe herum. Dort befand sich das Eingangstor ins Lager, durch das auch die Züge ins Lager zur Rampe fuhren. Die Wohnbaracken der Travniki-Wachmänner, ein Krankenbau für diese, eine Küche und ein Speisensaal auch für die Travniki. Später kamen dann wohl noch hinzu Baracken für die Lagerung von Gepäck und Kleidung der deportierten Menschen, eine Verwaltungsbaracke und auch Baracken mit Zahnarzt und Friseur für die Travniki-Männer. Und später soll es dann auch diverse Werkstätten gegeben haben. Im März 1942 gab es aber viele dieser Gebäude noch nicht oder sie waren noch unfertig. Bildmaterial, also Fotos aus der Zeit, in der das Lager existierte, gibt es sehr wenige. Und wenn, sind darauf nur einzelne Baracken in Lager 1 oder im Hintergrund mal ein Stück Lagerzaun zu sehen. Aus dem Mordbereich gibt es gar keine Bilder. Alle diese wenigen erhaltenen Bilder sind Bilder von Tätern, also die Täter aufgenommen haben. Und sie zeigen fast immer Gebäude aus der späteren Lagerphase. Deswegen zeige ich die hier nicht. Aber wir werden gleich noch ein Täterbild sehen. In Lager 2 befand sich der eigentliche Mordbereich. Also hier stand die Gaskammer. Wir haben das ja eben schon gesehen, das ist Gebäude Nummer 7. Und die Massengräber liegen in diesem oberen oder etwas nördlicheren Bereich des Lagers. Ja, wie schon erwähnt, war dieser Lagerteil von Lager 1 dann später auf jeden Fall mit einem Stacheldrahtzaun abgeteilt, der auch mit Zweigen als Sichtschutz durchflochten war. Das sind so grüne Linien, die auf diesem Plan eingezeichnet sind. Zu Beginn gab es diese Trennung noch nicht. Die Baracke mit den Gaskammern, die im März 1942 existierte, war ein relativ einfacher, von polnischen Handwerkern errichteter Holzbau, dessen Wände mit Sand abgedichtet waren. In dieser Baracke waren drei als Waschräume getarnte Gaskammern. In der Anfangszeit konnten die deutschen Täter in diesen Räumen etwa 500 Menschen gleichzeitig durch hineingeleitete Abgase eines Panzermotors ersticken. Auf dem Weg zur Rampe durchfuhren die Züge den Lagereingang. Der Überlebende Rudolf Reder beschreibt den Eingang als ein breites hölzernes Tor, auf dem Stacheldraht angebracht war. Dann fährt er fort. Ein Wachlokal mit einem Telefon befand sich neben dem Tor. Einige SS-Männer mit Hunden standen an dem Wachlokal. Immer wenn ein Zug auf das Gelände gefahren war, kam einer der Männer aus dem Wachlokal, schloss das Tor und ging dann zurück. In diesem Moment begann die Abfertigung des Transportes. Einige Dutzend SS-Männer brüllten los, öffneten die Waggons und jagten die Leute mit Peitschen und Gewehrkolben heraus. Die Waggontüren befanden sich etwa einen Meter über dem Boden und die Menschen, junge wie alte gleichermaßen, mussten herunterspringen, wobei sie sich oft Arme und Beine brachen. Kinder wurden verletzt und alle stürzten erschöpft, erschrocken und schmutzig hinunter. Also hier Reders Bericht von den Szenen, die sich bei der Öffnung der Züge nach Ankunft im Lager abspielten. Aber hier dieses Foto zeige ich. Es zeigt eine Gruppe von Travniki-Männern, weil im Hintergrund das Lagertor von Belzec zu erkennen ist. Also wir sehen da die Wachbaracke mit der SS-Rune und einen Teil des Lagerzauns. Wer sich genau auf diesen Bildern befindet, ist nicht geklärt. Mit einiger Sicherheit belegt ist nur der Name des Travniki-Mannes, der die Mandoline hält. Das war ein gewisser Samuel Kunz. Die Travniki-Wachmannschaften waren, wie schon erwähnt, Hilfstruppen der SS und hatten ihren Namen von dem Ort Travniki, unweit von Lublin, wo sich ein SS-Ausbildungslager
für sogenannte fremdvölkische Einheiten befand. In der Mehrzahl wurden sie aus sowjetischen Kriegsgefangenen rekrutiert, und zwar waren das überwiegend Nicht-Russen, darunter waren Balten, Deutschstämmige und Ukrainer. In Belzec taten stets etwa 80 bis 120 Angehörige der Travniki zugleich im Lager Dienst. Sie verrichteten neben dem Wachdienst den Großteil der Mordaufgaben im Lager und standen dabei unter Aufsicht deutscher SS-Täter. Von solchen SS-Männern waren im März 1942 nur jeweils 14 zugleich im Lager anwesend. Später war ihre Zahl nur unwesentlich höher. Also man geht davon aus, dass nie mehr als 20 deutsche Täter zugleich im Lager im Dienst waren. Wie wir gehört haben, wurde bei Ankunft eines Deportationszuges die Menschen von den Travniki-Männern und der SS aus den Waggons getrieben. Auf einem Platz in der Nähe der Rampe, der als eine Art Hof beschrieben wird, mussten sich Männer und Frauen versammeln und sich möglicherweise in der Anfangszeit von Belzec auch dort schon entkleiden. Vielleicht gab es aber schon zu Beginn eine oder zwei Baracken zu diesem Zweck. Die Kleider der Verschleppten wurden in der Anfangszeit in riesigen Haufen gesammelt, also unter freiem Himmel, und gelagert. Später gab es, das ist gesichert, eine Baracke für diesen Zweck. Und auch ist gesichert, dass es eine Baracke gab, in denen den Frauen die Haare abgeschnitten wurde. Zu Beginn fand dies vermutlich auch unter freiem Himmel statt. Rudolf Reder berichtet, dass in der späteren Phase von Belzec zuerst ein SS-Mann eine Ansprache an die versammelten Deportierten, die aus den Zügen getrieben worden waren, hielt und ihnen erklärte, sie seien in einem Arbeitslager und müssten sich ausziehen und würden dann in Waschräume, die Gaskammern, gehen. Rudolf Reder wurde vielfacher Augenzeuge dieser Vorgänge. Das macht seine Schilderung so eindrücklich und wertvoll, weil er nach seiner Deportation im August bis zu seiner Flucht im November 1942 einer der etwa 500 jüdischen Zwangsarbeiter des Sonderkommandos war, die den Deutschen und Travniki bei den Vorbereitungen zum Mord und bei der Beseitigung der Leichen der Ermordeten helfen mussten. Reder schildert also Abläufe und Maßnahmen der Täter, die sich in der Täterlogik als effizientestes Vorgehen beim Massenmord herausgestellt hatten. Und zu diesen Maßnahmen gehörte auch die Existenz eines ständigen, mehr oder weniger aus denselben Zwangsarbeitern bestehenden jüdischen Sonderkommandos. Allerdings schwankte dessen Größe etwas, denn die Deutschen selektierten und ermordeten auch Angehörige des Sonderkommandos, wenn es mal etwas weniger zu tun gab, weil weniger Transporte kamen. Zu den Aufgaben der Sonderkommandomitglieder gehörte es, dass sie eben bei den Mordvorbereitungen, zum Beispiel bei der Öffnung der Züge, helfen mussten. Sie mussten die Körper der Toten aus den Gaskammern ziehen und zu den vorbereiteten Massengräbern schleppen und auch neue Massengräber ausheben. Zu Beginn war das noch anders. Da selektierten die Deutschen aus jedem Transport jeweils eine Gruppe von Häftlingen, um diese Aufgaben auszuführen. Anschließend wurden diese an den Massengräbern erschossen. Dies erwies sich dann wohl aus Tätersicht als unbefriedigend. Im März 1942 aber muss in Belzec, noch anders als bei Reda beschrieben, bei der Ankunft der ersten Transport jeweils ein großes Durcheinander geherrscht haben, in dem, wie schon erwähnt, für einzelne Deportierte auch die Flucht möglich war. Hören wir aber Redas Schilderung von der Ankunft eines Deportationszuges. Sobald ein Zug leer war, wurden die Opfer auf einem Platz versammelt und von Travniki-Männern umzingelt. Das war der Augenblick, in dem Irrmann, das ist der schon erwähnte SS-Hauptscharführer Fritz Jirrmann, gewöhnlich eine Rede hielt. Es herrschte tödliches Schweigen. Irrmann stand dicht bei der Menge. Jeder wollte ihn hören. Wir alle hofften plötzlich, dass, wenn wir angesprochen werden würden, dies vielleicht bedeuten könnte,
dass es für uns Arbeit gäbe, dass wir nach all dem weiterleben würden. Irmann sprach laut und deutlich: Ihr geht jetzt baden, nachher werdet ihr zur Arbeit geschickt. Das war alles. Die Menge freute sich, die Menschen waren beruhigt. Sie applaudierten. Es war ein Moment der Hoffnung, der Illusion. Reda beschreibt auch, was Jürmann mit den verletzten, geschwächten und kranken Menschen tat. Die alten, kranken und kleinen Kinder warf man auf Tragen und brachte sie an Gruben. Dort wurden sie am Rand abgesetzt, worauf der Gestapo-Mann Irmann sie erschoss und ihre Körper mit einem Gewehrkolben in die Grube stieß. Also Reda spricht, wenn er von der Gestapo spricht, dann meint er die SS-Täter. Die Tötung von Kindern und alten und kranken Menschen fanden auch an einer Baracke im Lager 2 statt, die in der Lagersprache Lazarett hieß. Im Plan ist sie links neben dem Wort Bezhets als einzelnes Gebäude mit der Nummer 23 eingezeichnet. Ja, wie eben kurz schon erwähnt, war der Mordbereich in Lager 2 von Lager 1, zumindest nach dem Lagerausbau im Sommer 1942, durch einen mit Zweigen als Sichtschutz durchflochtenen Zaun abgetrennt, der im Lagerjargon Schlauch oder Schleuse hieß. Also das war dieser Weg, der auf die Gaskammer zuführte. Das ist im Plan die Nummer 6, die parallelen grünen Linien, die auf die Gaskammer zuführen. Da man aber für die Anfangsphase von Bezhets nicht zu 100% weiß, wo die erste Gaskammer stand, ist auch unklar, wie lang der Weg von der Rampe zur Gaskammer war. Möglicherweise ist diese Gegebenheit in der Anfangsphase ganz anders. Die Gaskammer hat möglicherweise viel näher an der Rampe gestanden. Also war dieser Weg durch diese sogenannte Schleuse oder Schlauch viel kürzer. Reda schildert auch, wie die dem Tode geweihten Menschen zu den Gaskammern getrieben wurden. Und schweigend gingen sie alle nach vorne. Die Männer quer über den Platz zu einem Gebäude, das in großen Lettern die Aufschrift Bade- und Inhalationsräume trug. Die Frauen zu einer 20 Meter entfernten Baracke, die ungefähr 15 mal 30 Meter groß war. Als ihnen Holzhocker gereicht und sie angewiesen wurden, sich zunächst in einer Reihe aufzustellen und dann hinzusetzen, und 8 jüdische Friseure mit eisigem Schweigen hereinkamen, um ihnen die Haare bis zur Kopfhaut abzuschneiden, da sah ich, dass sie in diesem Augenblick die ganze Wahrheit erkannten. Von da an konnten weder die Frauen noch die Männer, die sich schon auf dem Weg ins Gas befanden, irgendwelche Illusionen über ihr Schicksal gehabt haben. Mit Ausnahme von ein paar Männern, die aufgrund ihrer für das Lager nützlichen Berufe selektiert wurden, ging der Rest, jung und alt, Frauen und Kinder, in den sicheren Tod. Kleinen Mädchen wurden die langen Haare abgeschnitten, andere mit kurzem Haar gingen direkt in die Gaskammer, zusammen mit den Männern. Reda schildert weiter: Ich stand mit anderen zusammen an der Seite, um Gruben auszuheben, während ich mit ansah, wie meine Brüder, Schwestern, Freunde und Bekannte in den Tod getrieben wurden. Etwa ein Dutzend SS-Männer trieb die Frauen mit Peitschen und aufgesetzten Bajonetten den Weg entlang zu dem Gebäude, das ist die Gaskammer, und von dort 3 Stufen hoch zu einem Korridor. Dort zählten die Travniki-Männer 750 Personen für jede Gaskammer ab. Diejenigen Frauen, die versuchten, sich zu widersetzen, wurden mit dem Bajonett traktiert, bis Blut floss. Am Ende wurden alle Frauen in die Kammern gezwungen. Ich hörte, wie die Türen verschlossen wurden. Ich vernahm schrille Schreie und Weinen. Ich hörte das Jammern der Frauen, das einem das Blut in den Adern erstarren ließ, und das Kreischen der Kinder, aus dem bald darauf ein einziger, langer, entsetzlicher Schrei wurde. Das ging 15 Minuten lang so. Der Motor lief 20 Minuten.
Danach herrschte völlige Stille. Ja, wie schon erwähnt, mussten Rudolf Reder und die anderen Zwangsarbeiter des Sonderkommandos auch nach deren Ermordung die Leichen aus den Gaskammern ziehen und in die Massengräber werfen. Wir hatten ja schon diese orangenen Flächen auf dem Lagerplan gesehen. Eine grausige Arbeit. Ich möchte noch einmal kurz Reder zu Wort kommen lassen. Auf beiden Seiten des Gaskammergebäudes befanden sich Massengräber. Einige waren bereits voll, andere noch leer. Ich sah, wie sich viele Gräber bis zum Rand füllten und hoch mit Sand bedeckt wurden. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie sich absenkten. Eine Grube musste immer leer bleiben, für alle Fälle. Die Ankunft des ersten Deportationszuges in Belzec markiert den Beginn der Aktion Reinhard, in deren Verlauf insgesamt geschätzte 1,8 Millionen jüdische Menschen ermordet wurden. Allein in den ersten 4 Wochen, also bis zum 16. April 1942, wurden im Mordlager 70.000 Jüdinnen und Juden, überwiegend aus Galizien, ermordet. Allein dies eine Mordaktion von unvorstellbarem Maßstab. Sie bildete aber lediglich den Auftakt. Nach dem Ausbau des Lagers Belzec, der Verlängerung der Rampe und dem Bau neuer, größerer Gaskammern in einem steinernen Gebäude im Sommer 1942 folgte ab, wie wir schon gehört haben, ab August 1942 die intensivste Mordphase von Belzec. Bereits im Frühjahr bzw. Frühsommer aber hatten die deutschen Täter und ihre Helfer in den anderen beiden Mordlagern der Aktion Reinhard, Sobibor und Treblinka, ihre furchtbare Arbeit aufgenommen. Die letzte Deportation nach Belzec erfolgte am 11. Dezember 1942. Am 8. Mai 1943 verließ die SS Belzec. Das Lager war aufgelöst und demontiert worden, nachdem die Leichen der Ermordeten aus den Massengräbern von jüdischen Sonderkommando-Häftlingen kremiert worden waren. Das Gelände wurde umgepflügt und zur Tarnung mit Bäumen bepflanzt. Insgesamt wird die Opferzahl von Belzec auf etwa 430.000 Menschen geschätzt, die innerhalb von nur 10 Monaten dort ermordet wurden. Damit bin ich am Ende meines Vortragsteils angekommen und möchte wieder an Steffen übergeben. Ja, danke schön. Wir haben uns überlegt vorher, wie wir unseren Vortrag beenden und haben uns entschieden, das mit einem Gedicht zu tun. Und mit diesem Gedicht möchten wir auch an die ersten Opfer erinnern und gedenken von Belzec. Das Gedicht hat Janina Heschelis geschrieben. Wir sehen sie hier auf dem Foto mit ihren Eltern im Jahr 1941. Janina Heschelis wurde am 2. Januar 1931 in Lemberg geboren. Mit 11 Jahren wurde sie im Sommer 1943 inhaftiert. Sie kam in das Arbeitslager an der Janowska-Straße in der Stadt Lemberg, wo sie zur Arbeit gezwungen wurde. Im Ghetto und im Lager hörte sie immer wieder von Belzec. Vielleicht zu den Eltern noch. Die Eltern kamen beide unter der deutschen Besatzung ums Leben. Ihre Mutter hat Selbstmord begangen und ihr Vater kam schon bereits am Anfang der deutschen Besatzung bei den Pogromen ums Leben. Das Gedicht heißt Belzec. Und dieses Gedicht hat Janina Heschelis geschrieben und auch vorgelesen, als sie quasi gefangen war in dem Arbeitslager mit 12, 13 Jahren. Ich lese das jetzt vor. Belzec. Was für ein schreckliches Bild. Ein Waggon voller Menschen, in der Ecke einige Leichen, alle stehen, nackt. Ihr Klagen geht unter im Rattern der Räder. Nur der Verurteilte versteht, was das Rad zu ihm spricht. Gen Belzec, gen Belzec, gen Belzec, in den Tod, in den Tod, in den Tod, nach Belzec, nach Belzec, nach Belzec, für den Tod, für den Tod, für den Tod. Willst du leben, dann spring, lauf, eile, doch gib Acht, denn auch dir lauert der Bahnschutz auf. Einem anderen Verurteilten flüstert es zu, nie mehr siehst du deine Mutter wieder. Umsonst deine Tränen, umsonst dein Schluchzen. Den Vater siehst du nicht wieder, weil das Rad dich
Genbejets treibt. Genbejets, 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 in den Tod, in den Tod, in den Tod, nach Bejets, nach Bejets, nach Bejets, für den Tod, für den Tod, für den Tod. Der Zug wird langsamer, hört auf, so zu hetzen. Ein Stöhnen entfährt tausender Brust. Der Zug erreicht sein Ziel, die Lokomotive pfeift. Endstation Bejets, Endstation Bejets, Endstation Bejets. Das Foto, was wir hier sehen, zeigt Janina Hescheles 1946. Sie hat es geschafft, mit Hilfe, Unterstützung des polnischen Untergrundes zu flüchten und sich zu verstecken. Und sie hat ihre Erinnerungen und auch das Gedicht bereits im Jahr 1946 in Krakau veröffentlicht. Am Ende vielleicht noch so ein Wort zu unserer Bildungsreise, die wir nach Lemberg und die Ukraine organisieren. Dieses Jahr hatten wir vor, dorthin zu fahren, und zwar über Pfingsten, Ende Mai. Das haben wir leider wegen der Corona-Pandemie absagen müssen. Das heißt aber nicht ganz absagen, sondern die Reise soll stattfinden, jetzt geplant vom 1. bis zum 8. Oktober. Und wenn es da noch Interesse gibt, da gibt es auf jeden Fall auch noch freie Plätze. Also wenn noch Interessierte gerne mitfahren möchten, dann ist das auf jeden Fall möglich. Wir haben jetzt auch noch ein bisschen Zeit am Ende für Fragen. Der Elmar wird die Fragen so ein bisschen entgegennehmen und weiterleiten, wenn es eine Frage geben sollte. Also übergebe ich ein bisschen das Wort an Elmar, ob da Fragen sind, weil ich sehe das nämlich jetzt nicht. Bisher sind im Chat keine Fragen eingegangen. Ich würde übrigens hier in den allgemeinen Chat einen Link posten, wo nochmal die Beschreibung unserer Ukraine-Reise abgerufen werden kann auf der Homepage des Bildungswerks. Aber falls es noch Fragen gibt, gerne in den Chat schreiben. Wenn es sonst keine Fragen gibt, würde ich sagen, dass wir das auch hiermit vielleicht beenden und einen schönen Abend wünschen. Hoffen natürlich, dass es interessant war und neue Informationen gebracht hat. Vielleicht möchtet ihr auch noch was sagen, Elmar und Elke. Danke für Ihr oder euer Interesse an diesem Thema. Schönen Abend. Ja, genau. Schönen Abend. Ja, von meiner Seite auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Gut, tschüss. Dann schließen wir das, ne? Ja.